Ja, moin, moin und ein wunderschönen guten Morgen zusammen hier beim Kanal. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da mit mir eine Runde Spezialtransport am Start seid. Und ja, schön jetzt mal wieder ein bisschen zu fahren und dann auch schon unseren ersten Auftrag. Denn für uns wartet nämlich ein schöner neuer Raupentraktor. So, dann holen wir kurz noch die ganzen Lichter. Sämtliche Mods, die ich ja mal da im Livestream deaktiviert habe, die sind da drin. Und na gut, für die kleine Anfahrt da ist es ja nicht schlimm. Und ja, wenn wir da mal unterwegs sind, dann können wir mal ein bisschen mal schnacken. Denn es wird sehr, sehr, sehr interessant. Dafür, dass ich ja gesagt habe, dass ich den Stream ja heute ausfallen lasse, auslassen muss. So. Ladestelle ist UPS. Und da werden wir nämlich dann auch hinfahren. Und seinen Raubtraktor dort abzuholen. Ja, wie gesagt, Montag früh um 1 habe ich nichts Besseres zu tun, als eine neue Folge Spezialtransport aufzunehmen. Ja, ich weiß, es kam in letzter Zeit nicht wirklich viel. Und deswegen werden wir auch da mal ein bisschen mehr dran arbeiten. Ah, klar. Kann man auch mal flitzen. Sollte man. So. Ja, ich habe mich noch nicht darum gekümmert, von LS die Fehler da rauszufinden. Weil wie gesagt, die Woche wird auch ziemlich knapp und ziemlich stressig. Und vor allem da ja das mit den Ämtern da noch so das kleine Problem ist. Was ich da angekündigt hat, das hat mich noch mehr geärgert. Und ja, das ist eine ganz typische Sache, die ich nicht wirklich da verstehe. Deswegen muss ich heute Morgen, Montagmorgen um 8, wirklich wieder Telefonate führen. Und ganz ehrlich, ich mag es wirklich nicht, den Ämtern zu telefonieren. Ich mag es einfach nicht. Aber was soll's. Oh, hier auf der Brücke habe ich auch noch niemanden Unfall gehabt. Das habe ich ja so auch noch nie miterlebt. Aber ja, soll ja auch mal das erste Mal sein. Mannheim. Statt der Unfälle. Ja, verschalten immer noch. So. Der läuft super mit der Hänger, also ich bin immer noch sehr, sehr perplex, ey, von dem Ganzen. Aber hey, man wollte ja nicht so sein. Ja. Die schönen Ämter, was ist da eigentlich passiert, wenn ich mal so fragen darf? Ja, man hat ja, ging eigentlich nur um eine Kleinigkeit. Nicht mehr, nicht weniger. Und die meinen mir jetzt quasi erstmal nicht den Geldhallen zu uns zu sehen, aber während der Zeit, wo ich halt ein bisschen ein paar gelbe Scheine beantragt habe, weil es mir auch nicht wirklich gut ging. Naja, in den Streams sieht man halt was anderes, aber das ist mir im Endeffekt egal. Denn wir wissen ja alle,
was für eine Richtung wir gehen oder gehen wollen. Zumindest ich. Und ja, das ist halt so das große Dilemma an der Sache. Da ist er. 13 Tonnen. So. Und leider war es auch so gewesen. Ich weiß nicht. Ich habe wirklich vor ein paar Jahren wirklich die gleiche Sachbearbeiterin gehabt und habe gedacht, hey, das wird was werden. Aber wird immer schlimmer. Die hört einem nicht wirklich zu. Und ich will ja nicht wirklich über die Leute lästern, die machen ja auch nur ihre Arbeit. Und ja, ich habe mich auch mal schon in die Lage reinversetzt, aber, nö. Naja, im Endeffekt war es dann so gewesen. Ich habe ihr erklärt, wo es so dran war. Sogar noch in der Zeit, wo ich halt den gelben Schein gehabt habe, habe ich mich noch hier in der Umgebung weiter beworben, aber es halt nichts daraus bekommen. Und das Tolle ist, die schicken mir mittlerweile schon dreimal dieselbe Anfrage für mich zu bewerben. Und jedes Mal kommt eine Absage von denen. Ja, ich meine, Freunde. Soll ich mich dann nochmal drauf bewerben? Nur weil die es wollen? Und sagt dann einfach, hey, da ist eine Absage, da geht nicht mehr. Ach ja. Am Ende ist es ja auch wirklich so. Also, naja. Die meine ich jetzt, es wären jetzt schon auf jeden Fall 6 Wochen. Deswegen haben sie auch gemeint, mir jetzt gerade momentan auch sagen zu müssen. Ach, wissen Sie, Herr Bart, jetzt gibt es nur noch so wenig dafür. Ist das ja. Erst ab der 7. Woche kommt die Krankenkasse. Aber. Das Hauptproblem ist einfach, dass ich für die Sache, wo ich Hilfe brauche, was gefunden habe, aber die es mir nicht nicht wirklich unterstützen wollen. Das ist mein Problem. Und da muss ich jetzt eventuell dann wieder sagen, jo, ab vors Gericht, ne? So, das war mal natürlich wieder in die Nacht rein. Das wollte ich nämlich nicht mit euch machen. Ja, wie immer. Jetzt hoffe ich nur, dass sie uns mal da rauslassen. Die lieben Leute. Ja, du musst natürlich wieder vor mir herfahren. Das war so klar, ey. Komm, zieh Leine, du Schmalzlocke da vorne. So, dann gehen wir auf den Weg nach Stuttgart. Mal schauen, was sie da wollen. Von meinem Geschmack ein bisschen viel los heute, Mann, 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 da ist ja wieder etwas los auf den Straßen. Vor allem habe ich da mal einfach gedacht, naja, komm, ich zähle einfach mal meine gelben Scheine zusammen, wie viel oft ich da wie viele Tage es waren.
Und siehe da, es waren nur 5, keine 6. Da es hier leider nur noch alles digital gibt, alles digital aufzubereiten. Ja. Das ist eine Kunst für sich, ja. Ach, komm schon, Leute, habt ihr so viel da vorne, ey. Kurz mal die KI da unterdrehen. 2. So, dann geht das nämlich wunderbar. Ja, und das wird quasi dann auch mein schöner Montag quasi sein. Um Ämterrennen. Naja, nebenbei, wo ich ja schon das Video aufnehme, ne, gucke ich aber noch nebenbei Pavel zu. Der ist nämlich auch online. Ist für mich jedes Mal eine Aufmunterung für mich auf jeden Fall immer bei der Arbeit zuzusehen. Ja, ich fand ja auch die Frage interessant. Warum ich kein Bäcker geworden bin. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich damals nicht so wirklich die Auswahl gehabt. Oder hat die Auswahl schon gehabt, aber war halt, ja, jugendlich halt noch verwöhnt, weil will dann halt schon mal so früh raufstehen. Das war halt der, was ich halt damals so dachte. Wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, ja, bereue ich es fast. Was für ein Witz, ne? So. Klappt das, klappt das. Schön, das passt alles. Das wird da vorne noch rot. Eieiei. Ich hoffe, der schaltet gleich um. Ne, das wird nix. Das wird nix. So, ja. Ja, auf jeden Fall ist es ja jetzt heute die Woche, oder in der Woche, wo ich quasi Donnerstag bis Sonntag nicht da bin. Und bei Pavel in den Streams wird sich dann auch was ändern, habe ich vorhin schon mal ein bisschen mitbekommen, dass er quasi von Montag bis ab da 5 Tage am Streamen ist. Also quasi immer von Montag in Dienstag rein, Dienstag in den Mittwoch rein. So, und den Kram. Und, ja. LS-Videos wird es dann da auch ein bisschen weniger geben. Aber ich denke mal schon, dass man das irgendwie packen kann. Packen werden. Bin ich auf jeden Fall eine gute Hoffnung. So, ups. Kommt niemand? Dürfen wir dann oder dürfen wir nicht? Eieiei. Ah, da kommt wirklich lange Schlange. Auch sehr nett, Kollege.
konzentriert gerade. Auf die. Ja, super, Digga. Ich habe hier was zu fahren. Du willst überholen oder was? So. 75. Ziehen wir mal gemütlich hier durch, ne? Sehr schön. Das gefällt mir. In Stuttgart werden wir dann quasi noch schnell den Hänger abstöpseln und dann mal bei uns auf dem Firmenhof da noch tanken. Dass wir das auch nochmal unterwegs sind. Und, ja. Ich habe schon gedacht, dass ich heute mit dem Spezialtransport unterwegs bin, sollte ich mal lieber für die Werbung für München weitermachen, aber habe dann gedacht, nee, weißt du, Fanta, der unser, der jetzt seit fast zwei Wochen oder über zwei Wochen gerade bei uns mitfährt, der fährt hier eine Tour nach der anderen, also als Alleinunterhalter vor der Spedition. Das kann es nämlich schon sein, ne? Ich meine, das Schöne ist, man sieht hier hinten nämlich, ich habe blaue Seitenlichter hier hinten. Die sieht man so schön auch. Und gerade für nachts sind die für mich richtig gut. Also manchmal erkennt man sie oder manchmal erkennt man sie nicht, aber ja, so ist es halt. Gerade auch die ADR-Fahrten. Ich meine, hey, irgendwann den MAN da weiter zu fahren, auf jeden Fall. Hat es auf jeden Fall auch schon was in sich. Und ich bin auf jeden Fall auf das Westbalkan gespannt. Wann das bald rauskommt. Jo, hallo Bus, du weißt schon, dass ich hier fahre, ne? Safety first, mein Freund, safety first. Naja. Ja, da das Video dann auch die, um 11 erscheint, 11 Uhr plane ich mal, gibt es auch noch eine kleine Kleinigkeit wegen Dienstag im Stream. Keine Angst, der fällt nicht aus. Nur ich muss zwischenzeitlich mal um zwischen 16 und 17 Uhr kurz weg. Ich lasse den Stream weiterhin laufen. Aber ich krieg vielleicht noch einen kleinen Sponsor mit am Start. Und das wäre für mich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ich muss halt nur für ihn ein bisschen Werbung machen. Und die Werbung ist quasi nur hier ein bisschen bei mir im Umkreis zu machen. Deswegen, ja, für die Leute, die halt lecker Pizza gehen. Will ich halt mal gucken und verhandeln, wie das da so läuft. Das schauen wir mal. So, perfekt. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wieder Pavel am Start ist. Aber echt eine ganze Woche. Trippert denn, dass ich da Ei gefangen hat. Das muss schon heftig gewesen sein. Das muss schon heftig gewesen sein. So, jetzt frage ich mich allerdings, geht es zum Steinbruch oder geht es nicht zum Steinbruch? Es geht nicht zum Steinbruch. Okay, dann hatte man gerade mal Glück. Weil das war nämlich das, was ich mich nochmal interessiert hatte. Früher habe ich es immer so gemacht, wenn ich so Spezialtransporte gefahren bin. Oder jetzt in dem Fall Schwertransport. Nach jeder Tour ein Tank voll. Weil, wie gesagt, da passt nicht wirklich viel rein. Und ich glaube auch für so einen Transporter, für so eine Transportmöglichkeit, so ein schwerer Scania zu nehmen, ist auch irgendwie total unrealistisch. Also, aber ja, ich habe mir nur gedacht, schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast einen Spezialtransporter, hast einen Spezialhänger, reicht doch für sowas wie Begleitfahrzeug. Dann hast du ja im Endeffekt ja auch dann keine so großen Probleme, ne? Aber ja, egal. Der Diesel macht's rein. Abgesehen, da ich ja noch die Abrechnung dann mache darf.
Büroarbeit. Aber was mache ich gern? Mit Excel zu arbeiten. Aber ich freue mich, Freunde. Ich freue mich so auf die Umsi 2 Wochen da zu fahren. Stadtverkehr und für Dinge zu machen. Ja, ich werde dann erstmal, wie gesagt, da keine LS-Videos geben, weil ich den ganzen Tag erstmal da unterwegs bin. Aber, ja. Dafür möchte ich mir einfach dann die Zeit nehmen, weil es auch lange her. So ein kleines Megaprojekt. Rausfahren, weil er wird auch gleich meckern. Ich will tanken. Machen wir. Aber ich hoffe ganz ehrlich, dass das wirklich im September, August da wirklich klappt, ey. Da hoffe ich wirklich. Was soll man denn machen? Was soll man denn machen? 60 fahren, 60 geben. Wenn ich dann bei ATS sehe, wie sie da Oversize fahren, ey. Das muss ja was ganz Besonderes sein. Ja, Kollege, da musst du jetzt halt mal stehen. Schauen wir mal. Ach, ist da wie angegossen hier. So, wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Würde mich freuen. Und jo. Wir sehen uns dann quasi zur nächsten Folge. Das heißt Spezialtransport und nächtliche Fahrt der NTG. Vielleicht kriegt man mal eine Tagfahrt endlich mal hin. In diesem Sinne, einen
schönen Montag, lasst euch nicht ärgern. Ruhigen Dienst, ne? Bis dahin, ciao, ciao.